Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Darktide. Wir sind hier ein bisschen, ja gut, relativ noch am Anfang bei der Mission Relay Station. Wir haben jetzt hier auf der Stufe 5 mal wieder Tooms. Finde ich sehr gut. Dann können wir mal gucken und hoffen, dass wir eins relativ flott da finden. Und ich spiele wieder mit der hier Agrippina irgendwas 1. Das ist ja ein bisschen akzeptabler. Oh, verdammt, Doppelhund. Komm schon, Mr. Bolter. Nice. Okay, wir müssen jetzt schnell hier den Grapper fertig machen. Bevor wir hier hinten helfen können. So. Direkt intensiver, ich mag es. So. Da hinten kommen einige Shotgunner, vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Okay, die sind weg. Nice. So, okay. Den haben wir jetzt auch gleich. Und wir können mal mit unserer Fähigkeit jetzt hier rein. So, den haben wir. Der da oben ist auch weg. Hier unten sind einige Gegner, da können wir einfach hier reinholzen. So, da haben wir einiges. Der hier, wie heißt der Okrin, ist weg. Oh, wir müssen nach oben. Oben wird gerade einer von einem Hund weg zerstört. So. Oh, abstimmen zum Rauswurf. Na, ist mir egal. Wir können kurz warten. Jetzt ist er auch wieder da, okay. Ich weiß nicht. Vielleicht war er gerade aus dem Spiel raus, hat gewartet. Keine Ahnung. So. Jetzt können wir mal schauen, wenn wir hier lang gehen. Manchmal finden wir hier Munition. Genau, da ist ein Clip, das ist gut. Da sind Granaten. Hier sind einige Gunner, die holen wir mal schnell weg. Okay. Oh, ich habe jetzt gerade direkt nochmal einen Clip genommen aus der Kiste. Ich dachte, die wäre noch zu gewesen. Ich hoffe, wir finden hier wirklich mal einen Tomb. Ich weiß nicht, ob wir wirklich hier mit 3 Tombs bis zum Ende gehen. Auf der Stufe 5. Ich hoffe es zumindest. Wäre schon ziemlich nice. Aber das werden wir gleich sehen. Ich gucke mich mal hier in jeder Ecke um. Nicht, dass ich hier irgendwo einen Turm übersehe. Aber bisher haben wir halt auch noch keins gefunden. Ist halt das Problem an den Random Spawns. Dass die halt wirklich so random sind. Ich glaube, es kommt ein Monster oder eine Welle. Ich kann den Sound immer noch nicht so perfekt hier auseinanderhalten. Muss ich gestehen. So. Aber wenn die ganze Welle zu uns kommt, haben unsere Mates hier freies Schussfeld. Ist eigentlich ziemlich nice. Ja, seht mal, wie viele Gegner wir jetzt haben hier auf Stufe 5. Hier, Stufe 3 war ja echt ein Kinderspiel gewesen dazu. Oh, da war wieder ein Animationsglitch. Wir sollten ihn hochbekommen, die sollten uns nicht genug Damage machen an der Ausdauer. So, wir holen nochmal hier schnell die weg. Die Gunner. Dann können wir unseren Mate auch hochholen. Oder ich lasse mal unseren Mate hochholen. Mal mich mal hier um die noch. Solange wir hier noch unseren Ult nutzen können. Okay. 2 Ladungen für die beiden, das ist perfekt. So, erstmal weg hier mit denen. Da hinten steht noch einer. Okay, der ist weg. Ich guck mal hier. Ja, ich höre hier hinten rechts ein Turm. Da hinten rechts ist ein Turm. Irgendwo oben. Oder unten. Vielleicht ist es auch unten. Aber wir holen uns erstmal. Ja, ich höre das hier ganz laut und deutlich. Das ist oben. Das gibt ja so ein Noise von sich. Da haben wir es. Diamantin. Genau, wir finden jetzt auch wieder Diamantin. Wir sind nicht mehr auf Stufe 3. Wir müssen ihm unten mal helfen. Wir gehen mal hier von hinten ran. Oh, okay, dem geht es soweit gut. Dann können wir hier rechts lang, dann nochmal nach rechts und über die Leiter. Können wir nochmal oben in die Kiste sehen? Vielleicht finden wir noch ein Medkit oder so, das wäre ziemlich nice. Schauen wir mal. Ah, da ist ein großer Ammo-Pouch. Okay, er staggert die. Ich kann die auch ganz gut hier wegholen. Oh, irgendwo hier ist ein Wauwau. Da unten haben wir den. Okay, der ist weg. Oh, verdammt, der Mutant hat uns. Aber ist nicht so schlimm, wenn ihr mit dem Rücken an der Wand steht, dann kann er euch hier nicht wirklich bekommen.
Okay. Wenn hier niemand die Munition nimmt, nehme ich die mir mit. So, dann geht's hier weiter. Ein Tomb haben wir, das ist gut. Wir sind hier noch bei dem ersten Drittel der Mission. Der Mate, der ist auch wieder auf dem Bein, das ist gut. Und jetzt gleich kommt halt eins der übleren Events. Ich bin mal gespannt, ob wir das ohne Probleme schaffen. Oder ob das jetzt der totale Reinfall wird. Aber das werden wir dann sehen. Oh, leere Kiste natürlich. Ich warte mal kurz, bis ich mich heile. Ich gehe mal erstmal hier hin und Ultima. Okay, hier ist nichts, dann heile ich mich auch voll. Diese, wie viel? 8 Leben? Nehme ich lieber mal mit. Vielleicht sind es die 8 Leben, auf die es später ankommt. Da kann ich aber nichts Genaues zu sagen. Wir müssen aufpassen vor den Snipern und den hier Hunden. Da hinten oben ist ein Hund. So. Ja, natürlich. Ausweichen bringt bei Hunden ja nichts. Wir müssen echt immer mit der Nahkampfwaffe am besten ran bei den Hunden. Es ist so schrecklich. Assassinen in Vermintide, jo, ausweichen kein Thema. Hunde in Darktide, die haben hier den Redirect in der Luft. Mit Jump. So, wir holen jetzt die mal schnell weg, dann ist unser Schild gleich wieder voll. Ja, das Schild ist an sich ja auch ziemlich nice. Hier in Darktide. Wie er einfach direkt auf uns hier wieder geht. Egal, sei es drum. Wir haben jetzt hier die Batterie. Und gehen hier direkt weiter zur nächsten. Wir müssen die relativ flott machen, bevor die Sniper kommen, wenn es möglich ist. So, mal gucken, kann ich den Vauer hier wegholen? So, ja, ich habe einen Vauer, der Dings hat uns. Ist aber nicht schlimm. Wir müssen hier mal den Grabber versuchen zu bekommen. Müssen wir nur noch hier einmal ganz durchladen. So. Ich glaube, die Mates haben den schon bekommen. Okay, wir bekommen ja den Mate hoch. Das ist kein Problem. Wir laufen dann mal direkt weiter hier zu unserem anderen Mate. Werfen mal hier noch eine Granate hin. Kommen hier gar nicht durch, weil der im Weg steht. Und haben ihn. Nice. So, die Kiste gucke ich später. Wir haben jetzt schon, wie viel haben wir jetzt schon drin? Wir haben eine drin. Okay, das ist nicht so toll. Ich gehe direkt nach oben. Dann kann ich direkt die dritte hier holen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von hinten beschossen werden von einem Sniper oder so. Ich kann mal hier ulten und den Gunner da wegholen. Und den da. Vielleicht reicht es auch noch für den hier aus. Nö. Dann haben wir jetzt die letzte Batterie und jetzt laufen wir zurück. Wir laufen zurück. Gehen nach hier, dann nach hier, dann nach hier und dann machen wir den da. Okay, wir machen erstmal nichts. Erstmal weichen wir aus und lassen uns mal nicht hier von den Maulern treffen. Oh mein Gott, hier Backstep. Das tat weh. So. Wir müssen hier echt aufpassen. Jetzt gerade haben wir nicht viel Leben, wenn wir gleich drauf gehen. Und uns die Mates wahrscheinlich nicht allzu schnell hier holen. Okay. Und jetzt nichts wie hoch hier. Aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. So. Und dann haben wir es hier relativ gut rausgeschafft. Ja gut, hätten wir nicht geheilt, hätten wir noch 2 Leben. Es ist nicht so, als ob das wirklich viel mehr wären. Aber immerhin sind wir noch da und oh Gott, wir müssen jetzt hier zu dem anderen Dingens. Das ist nicht so toll. Okay, wir machen folgendes. Wir feuern hier rein und versuchen mal ein bisschen von den Gegnern hier wegzuholen. Schauen mal, dass nichts hinter uns ist. Und dann schenken wir denen mal da hinten eine Granate. Und drücken. Oh, wir müssen gar nicht drücken. Kann hier einfach gleich durch. Das ist ziemlich nice. So, wir holen die hier weg. Den haben wir auch. Und wir können mal hier in die Kiste. Okay, die Kiste wurde schon geguckt. Nice. Aber ja, deutlich intensiver jetzt. Auf Stufe 5. Deutlich cooler. Ich bin direkt richtig wach.
Ja, Granaten bräuchten wir langsam auch mal wieder. So, ich sehe da nichts. Nee, da ist auch nichts. Nichts hier. Ja, hier stehen oftmals auch die Gunner rum, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich gehe ganz gerne hier hin. Zu einem Spot, wo wir nicht direkt hier angeschossen werden können. Versuchen wir mal hier die wegzuholen, bevor der Grappler von hinten kommt. Okay. Die haben wir. Da hinten ist noch ein Gunner. Vielleicht können wir den so bekommen. Nee, nicht wirklich. Mal sehen. 2, 3. Muss ein bisschen höher zielen. Ah, da war ein Kopfschuss. Okay, da ist er weg. Die haben wir beide. Nice. Oh, da haben wir wieder gerade einen von den Ghost-Kopfschüssen bekommen. Die irgendwie gar keinen Schaden machen. Oh, Heilung, das finde ich nett. Ich sag mal danke. Hör ich einen Turm? Oder ist das was anderes? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht, dass es ein Turm war. So, ich gehe ganz gerne hinten lang. Da ist man ein bisschen abgegrenzter und kann nicht ins Kreuz, also nicht gut ins Kreuzfeuer genommen werden. Wir nehmen hier noch das Diamantin mit, kümmern uns dann hier um den Reaper, das ein Magazin sollte reichen. Und dann ziehen wir dann hier oben hoch. So, ein Magazin hat gereicht. Wir haben hier ein Medipack, dann gehen wir mal hier hoch. Nehmen ein paar Granaten noch mit. Okay, unser Mate hat ein bisschen Leben verloren, das ist nicht so toll. Ist aber halt so, können wir nichts wirklich ändern. Haben nichts wie hoch hier. Aufpassen, dass wir nicht geleiter-steppt werden. Und dann müssen wir mal hier schön... Oh ne, hoch. Hoch sieht schlecht aus gerade, wenn ich ehrlich bin. Deswegen mag ich den Weg da nicht. Da ist man so... Ja, wie sagt man? So offen. Aber... Oh mein Gott. Nee, das ist wieder das gleiche Thema wie letztes Mal. Die können ja durch den Boden schießen. Die können ja wieder durch den Boden schießen. Das hatten wir schon mal gehabt. Das ist hier ganz gemein. Naja, vielleicht wird es irgendwann mal gefixt oder auch nicht. Das können wir ja nicht... Können wir nichts zu sagen. Naja. Ich hoffe mal, unser Mate kann das hier schaffen. Die Ecke, in der er gerade steht, da waren wir auch mal drin, ne? Die ist ganz besonders, sage ich es mal so. Hinter ihm ist ein Gunner, muss man aufpassen. Nice. Kriegt er den Mutant schon mit dem Power Sword? Hm, ja, hat er. Oh, jetzt hat es hier gewechselt. Ja, wir waren auch mal in einer von den Ecken gewesen. Die waren richtig ungemütlich. Aber ja, man muss hier echt aufpassen. Oben können die einfach durch den Boden schießen. Da gab es auch ein paar, wie sagt man hier, ein paar Löcher, aber... Naja, es ist wie es ist. Sollten wir nächstes Mal hier auf der Map nach oben laufen, werden wir extrem aufpassen. Und dann mal ulten, damit wir nach oben gucken können und sehen, ob die hier alle... einfach durch den Boden schießen. Oder sich bereit machen, durch Boden zu schießen. So, der Bomber dahinter kriegt er auch noch wahrscheinlich. Jawohl. Ich sehe hier noch zwei Gunner, oder beziehungsweise einen jetzt nur noch. Okay, die Granate flog nicht weit genug. Immerhin hat er einen Bot dabei. Ist nicht so, als ob der Bot wirklich viel bringen würde. Ich glaube, die haben auch nur so Standard-Equipment und können nicht so wirklich einen Damage rausholen. Da sind die in Vermint halt deutlich besser. So. Ich hoffe, er heilt hier gut voll. Und ich hoffe, dass der Bot hier ein bisschen besser mithilft. Wenn er jetzt nach oben geht, könnte es problematisch sein, weil da genau noch mehr Specials sind. Ah ja, das war's anscheinend.
Was ist hier passiert? Der ist einfach durch den Boden gefallen. Der eine ist einfach durch den Boden gefallen. Oh, wir sind's gewohnt. Das hatten wir schon mal hier gehabt bei der Map. Dass sie da oben einfach durch den Boden schießen können. Wir machen es nochmal und dann hoffen wir, dass es besser wird. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.